Jeder wiedergeborene Christ ist doppelt abgesichert, doppelt gesichert und wird von zwei Händen sicher gehalten. Zum einen von der Hand Gottes des Vaters und zum zweiten von der Hand Gottes des Sohnes Jesus Christus, doppelt gesichert. Und er kann weder aus der Hand des Vaters noch aus der Hand des Sohnes entrissen werden. Dabei ist natürlich der Begriff Hand Gottes eine anthropomorphe Metapher, ein Sinnbild und verdeutlicht die unüberwindbare schützende Macht Gottes. Das heißt, keine andere Macht, weder die satanische Macht noch die dämonische Macht, auch nicht die Macht der Sünde, keine irdische oder menschliche Macht kann den wiedergeborenen Christ trennen, entreißen aus der Macht Gottes, die ihn schützt. Deshalb ist auch der Gedanke der Verlierbarkeit des Heils völlig antibiblisch und absurd und auch der Abfall von Gott eines wiedergeborenen Christen, also die Apostasie, ist auch völlig antibiblisch. Denn abgesehen davon, dass ein wiedergeborener Christ niemals auf die Idee, auf den Gedanken käme, von Gott abzufallen, hätte er selbst nicht einmal die Macht, sich von Gott zu trennen. Das heißt, ein wiedergeborener Christ ist gerettet für Zeit und Ewigkeit und in dieser Macht Gottes für immer geborgen, gehalten von zwei Händen.